Hallo ihr Fleur, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play No One Lives in Heaven. Ich suche gerade den jungen Mann, für den wir das Rätselhaus lösen sollten. Ich bin mal gerade am überlegen, welcher war das denn? Was sie ist? Ah, sie freut sich über die Busse. Ach. Dieses komische Haus. Hier ist der Pokal. Ne, ihr habt den Pokal nicht dabei. Gewinnt die Spiele und kommt dann wieder. Aber ich habe so eine Schüssel bekommen. Was tut das? Hier sind sie. Sehr gut, her damit. Vielen Dank, ihr wart mir eine große Hilfe. Wie versprochen, erhaltet ihr all mein Gold. Ich habe hier noch etwas für euer Auffisch. Es ist zwar nicht hübsch, aber kann euch im Kampf gute Dienste erweisen. Als ein Hut. Ich weiß eh nicht, wo ich mit den Betten anfangen soll. Wo finde ich die Sachen, das Gesuchten? Dort sollt ihr alles ohne Probleme gegen Geld herbekommen. Um Geld zu verdienen, könnt ihr in den Arena nördlich von hier besuchen, Kämpfe bestreiten und die Beute verkaufen. Jede Arena findet das andere Gegner. Und jeder Gegner bringt euch andere wertvolle oder weniger wertvolle Gegenstände. Die letzte Arena bringt sogar einen sehr wertvollen, einzigartigen Gegenstand. Allerdings muss man eine sehr gefährliche Kreatur besiegen, um diese zu bekommen. Besiegt man sie, erhält man allerdings auch Zugriff auf das verbotene Spiel im Casino. Und frisch ein Zwerg. Okay, gut. Ich behalte dich im Auge. So, nehmen wir alles mit. Ein Problemchen, wo wir dran vorbeigehen. Was war hier? Ah. Nein. Euer Auftrag ist unmöglich. Sich selber unten. Zulänglichkeiten einzugestehen, ist der erste Schritt, sie zu überwinden. Hä? Dir fehlt der nötige Skill. Dich unbemerkt an die Schüler heranzuschleichen. Du benötigst die Fähigkeit Schleichen. Diese kannst du nur aber erst auf dem vierten Kontinent dieser NPC-Lind erlernen. Doch es gibt auch noch andere Wege. Ich kann dir eine Fähigkeit beibringen, mit der du die Zauberin einfach überreden kannst. Mit meiner Hilfe bringst du diese furchtbare Person dazu, ihr Geschwafel über Zoo bleiben zu lassen. Bring mir überreden bei. Nicht so schnell. Ich denke, dass du mehr von diesem Talent profitierst, als ich von der Tatsache, dass die Zauberin schweigen wird. Du wirst mir also etwas schuldig sein. Wie wäre es, wenn du diese Schuld jetzt begleichst? Und ich dir im Anschluss das Talent überreden verleihe. Was muss ich tun? Etwas anderes als du denkst. Ich möchte, dass du dem Antiksammler seine 10 Silbermünzen gibst, damit er aus dieser Welt verschwinden kann. Schon möchte ich fragen, warum.
Sagen wir einfach, ich habe noch etwas mit ihm vor. Tust du es? Ja, hätte ich sowieso gemacht. Ich danke dir und warte hier auf dich. Gib Bescheid, sobald der Münzhändler diese Welt verlassen hat. Ist er der erste Gegner? Verstehe ich nicht. Was gibt's hier? Hinter mir steht die erste Arena. Hier könnte es kalt werden. Was gibt's hier? Hinter mir steht die zweite Arena. Hier lauern gefährliche Feuerbälle. Ja, sie sind frei. Ich wusste, ihr würdet das schaffen. Ihr habt ein gutes Herz und sollt als Dank den versprochenen Zauber erlernen. Magie ist wirksamer als physische Angriffe, allerdings verbraucht sie auch Mana-Punkte. Nutzt sie also weise und teilt sie eure Kräfte gut ein. Du hast einen Zauber gelernt. Den ganzen Tag tanzen muss ich. So, greifen wir mal an. Ich habe vergessen, mich zu heilen. Sehr schlau. Fünkchen. So. Tja. Ja, ich hab gewonnen. Hey, was soll das? Seid ihr wahnsinnig? Das war doch schön zu stehen kommen. Auf ihn. Okay. Hab danach nichts mehr. Egal. Verdammt. Attacke! Nochmal Attacke! Weg mit dir! Kannst einen Heiltrank schon wieder aufbauen. Kritisch. Danke, dass du mich bereit hast. Endlich kann ich tun, worauf ich Lust habe. Das wäre tanzen. Oh nein. Oh nein. Ich werde verhungern. Eine ganz normale Wohnungsfenster. Eine ganz normale Wohnungsfenster. Rausgehen. Was war mit ihr? Was wollte sie? Ich habe alles. Das ist ja wunderbar. So gebt her und wir können ein Festmahl beginnen. Hab Dank, ich beginne sofort mit den Vorbereitungen. Oh, das hat sich nicht besonders gut angehört. Es ist eingerichtet, haut rein. Auf dem Tisch. Ein Tisch auf dem perfekt arrangiertes
Hasenfleisch drapiert ist. Genüsslich verspeisen. Als du den ersten Bissen in den Mund steckst, spürst du, dass du noch nie in deinem Leben etwas Leckeres verputzt hast. Deine Geschmacksknospen werden aufgrund der Intensität des Geschmacks bis zur Ekstase stimuliert. Selbstverständlich kannst du erst aufhören, wenn du alles aufgegessen hast. Lehnst du dich zurück und stellst fest, dass du die nächsten 5 Minuten ruhen solltest. Schnelle Bewegungen sind vorerst nicht möglich. Oh nein. Ich glaube, ich muss ein Verdauungsschläfchen machen. Ja. Was ist hier? Ah, okay. Ach, was hatte er nochmal? Strichmännchen, ich komm nochmal schlafen. Mir ist Sorgast. Habt ihr, was ich verlangt habe? Hier sind die Sachen. Super. Dann gebt her und ihr haltet den Zauber. Lügner, ihr habt noch nicht alles. Wo finde ich das Gesuchte? In den Arena nördlich von hier trefft ihr auf Gegner, besiegt sie und bringt mir die Beute. Die ersten 3 Arenen sind euer Ziel. In der ersten Arena trefft ihr auf Eis. Bringt mir einen Zapfen. In der zweiten Arena trefft ihr auf Feuer. Bringt mir die Überreste. In der dritten Arena trefft ihr auf Dämonenschlangen. Bringt mir von einer einen Zahn. Ich sehe zwar keine Dämonenschlange, aber okay. Wenn ihr alles zusammen habt, erhaltet ihr einen Beschwörungszauber. Was im Dorf? Im Dorf noch nie angegriffen worden. Was soll denn das hier? Verschwinde. Da, 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 da. So, ich muss die Arenen machen. Und sonst. Gehe ich am besten erstmal Nitro und Glycerin kaufen. Warum muss ich das eigentlich kaufen? Ich kann das eigentlich klauen. Dreck die guten Werte vermitteln. Vielen Dank, dass ihr mich befreit habt. Seid ein Dieb. Lädt sofort mein Produkt hin. Nee, jetzt raus mit euch. Yeah.
Jetzt laufe ich nicht wieder rein. Preise doppelt so hoch. Oh, das ist so ein Geier. So Eiszapfen. Ein seltsamer Fleck. Ah, ich kann dem Typ noch seine Der eine hier sucht auch seine Bücher. Der eine, der sieht so aus wie der. Nur netter. Wo war der? War der hier? War doch hier unten irgendwo, ne? Da? Ich glaube, hier war der drin. Nee, doch nicht. Arme Frau. Erst war die Maschmaschine kaputt. Und jetzt geklaut. Nee, danke. War der denn? War der hier drin? Nein. Der soll, dass wir ins Casino gehen. Das war das mit dem sprechenden Hund. Das war doch hier irgendwo in der Nähe, meine ich. Der hier? Mal hier. Ja, ich habe die Bücher. Super. Dann gib sie mir bitte. Ja, bitteschön. Ich werde die Werke studieren und euch anschließend mitteilen, was der Gral der Videospiele nun genau ist. Es ist einfach nicht zu fassen. Was ist denn los? Erinnert ihr euch daran, dass ich euch gefragt habe, ob ihr eine gute Person seid? Das war, bevor ich euch den Auftrag gab. Rhetorische Frage. Natürlich erinnert ihr euch daran. Jedenfalls habt ihr mir meine Frage mit Ja beantwortet. Allerdings musstet ihr Blut vergießen, um an die Bücher ranzukommen. Ihr habt also so Soldaten getötet und keine andere Möglichkeit benutzt, um an meine Bücher zu bekommen. Wort und Tat bilden bei euch also keine Einheit. Das nennt man also ludonarrative Dissonanz. In unserem Gespräch wart ihr redlich, doch im tatsächlichen Gameplay ein Schuft. Vergesst es einfach. Jedenfalls habe ich ein ähnliches Problem. Nur, dass bei mir die Erwartungshaltung und das tatsächliche Ergebnis eine Dissonanz aufweist. Statt dem heiligen Gral der Videospiele zu erfahren, habe ich eine Lektion fürs Leben gelernt. Ich hoffe, ihr erlebt bei den verbotenen Spielen im Casino nicht eine ähnliche Enttäuschung. Seriöse Quellen sagen mir doch, dass ihr nicht enttäuscht sein werdet. Dann eben kein Geheimnis. Gebt mir das hier. Wir haben heute Abend daraus gelernt. Ihr seid ein wahrer Philosoph. Das gefällt mir an euch. Wisst ihr, ich bin aus der ganzen Geschichte zwar relativ leer ausgegangen, trotzdem muss ich zugeben, dass ich euch eine interessante Person kennengelernt habe. Ihr verhaltet euch zwar manchmal etwas eigenartig, aber im Grunde seid ihr doch eine anständige Person. Nehmt das Gold für eure Mühen.
Jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Achso, ja. Nitro und Glycerin. Hier sind die Sachen. Wunderbar, gebt mir alles und wählt eure Belohnung. Hut mit Säure. Duftende Blumen. Hund. Gute Wahl. Nun kommt mit mir. Ich habe eine fabelhafte Idee, wie wir unseren Horizont erweitern können. Ich werde diese Welt verlassen. Mit dem Nitro und Glycerin werde ich ein Loch in die Karte sprengen. Dann bin ich endlich frei und kann gehen, wohin ich will. Jetzt noch den Timer einstellen. Nein. Das hatte ich nicht vorher gesehen. Hilfe! Ein durch die Vermischung von Nitro und Glycerin versuchtes Feuer. Man sollte diese beiden Komponenten nicht vereinen. Hoppsala. Ich habe was Wasser dabei. Ne, okay, gut, dann halt nicht. Ne. So, der Oma habe ich schon geholfen. Eins jetzt mal anfangen. Eintreten. Ich kann nicht glauben, dass du unser ganzes Geld verzockt hast. Es war deine Idee, hierher zu kommen. Schieb's nicht auf mich, das machst du immer. Ich hasse das. Halt, warte, lass uns reden. Ich habe noch Guthaben am Geldautomaten. Ja, hallo? Ihr habt es also bis ins Casino geschafft. Ja, wie geht's weiter? An erlaubten Spielen könnt ihr ohne Beschränkung wagen. Diese findet ihr links. Ja, da ist links. Für die verbotenen Spiele müsst ihr Träger des Meisteramulett sein. Doch bedenkt, fangt ihr ein verbotenes Spiel an, gibt kein Zurück mehr. Steht ihr auch so auf Fun Facts? Ich verrate euch einen, wenn ihr den Zaun im hinteren Bereich des Casinos durchbrecht, greifen euch die Soldaten. Ohne Cheats ist dies leider nicht möglich. Hallo? Bitte hilf mir. Ich habe irgendwo hier im Casino meine Brille verloren. Danke, sie muss irgendwo links von den Palmen auf der linken Seite liegen. Das Problem daran, wenn man seine Brille verloren hat, liegt leider darin, dass man eine Brille bräuchte, um sie zu finden. Ich hasse diese Paradoxien. Ah, das ist die letzte. Oh, wie fies. Dieser Fernseher nimmt seine Zuschauer so sehr in seinen Bann, dass ein Gespräch mit ihnen nicht möglich ist. Fernseher gucken Gefahr. Fernseher abstellen. Das könnte jemanden erzürnen. Huch.
Ein Brunnen mit magischen Treffen. Trämpfen auf einen, ja, eigene Gefahr. Kannst du Verjüngung fühlen. Eine Schale Jungbrunnenwasser. Jungbrunnenwasser wurde deinem Inventar hinzugefügt. Achtung, Achtung. Die erlaubten Spiele benötigen den gesamten Arbeitsspeicher. Bitte alle anderen Anwendungen schließen. Was ist das denn da? Sieht aus wie ein menschliches Skelett, furchteinflößend. Was? Ich glaube, ich gehe erstmal raus. Hä? Warum geht das nicht? Die laufen ja alle hektisch rum hinterher. Erstmal gehe ich raus. Na, ab zum alten Mann, ganz am Anfang. Dann kriegt ihr jetzt das Jungbrunnen. Das Jungbrunnenwasser. Ja, ich gehe da immer rein. Ich eigentlich schon mal in dein Haus rein, damit ich mal pennen kann? Nö. Ja, ja. Ich wusste, ihr würdet mich nicht enttäuschen. Vielen Dank. Jetzt kann ich endlich wieder jung sein. Als Dank bekommt ihr etwas Gold und ich verrate euch, was passiert, wenn ihr im Casino ein verbotenes Spiel spielt. Ihr gelangt in eine Welt, die von Leuten bevölkert wird, die so ähnlich sind wie der alte Mann da drüben. Das ist schwer zu erklären, aber ihr werdet schon sehen, was ich meine. Jetzt 300 Gold. Hier habt ihr noch einen mächtigen Zauber. Mit dem werdet ihr jeden Kampf gewinnen. Zauber gelernt. Schönes Wetter. Wir brauchen eigentlich Regen. Und das Meisteramulett. Ach, was finde ich alles braucht noch? Ja. Jetzt könnte ich eigentlich wieder ins Casino gehen. Ja. So, aber ich würde sagen, wir machen erstmal einen Cut. Und wenn es euch gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann lasst mal gerne ein Abo da und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal. Eure Florinda. Bye.